Herzlich willkommen zur neuen OV-Videowochenschau. Weihbischof Timmer Evers verlässt Vechta und geht nach Dresden-Meißen. Dort will er Verständnis für Flüchtlinge wecken. Zur Abschiedspressekonferenz am Freitag war auch Bischof Genn aus Münster angereist. Im aktuellen Verkehrswegeplan vom Bund taucht ein Bauprojekt an der B214 auf. Die 6,5 Kilometer lange Trasse soll nördlich der bestehenden Umgehung verlaufen, damit der Verkehr schneller um Steinfeld herumfließen kann. Die Gemeinde hält dieses Projekt für unnötig. Weitere Infos zu diesen beiden Themen findet ihr am Samstag in der OV. Relaxen bei Kaffee, Tee oder Milchkaffee oder wie ich heute ein Cappuccino, das könnt ihr auch. Und immer informiert sein, das könnt ihr auch mit der OV-App und unserer speziellen Abend-App-Funktion. Und wie das funktioniert, wie ihr früher informiert sein könnt als eure Freunde oder Nachbarn, das zeige ich euch jetzt. Wählt einfach die OV-App auf eurem Smartphone aus. Hier seht ihr jetzt auf der ersten Seite eure aktuellen Ausgaben, unsere Tageszeitung und natürlich auch die OV am Sonntag und all unsere Magazine, zum Beispiel die Lokalhelden oder Promenade. Und hier unten, wo bei mir eine 6 steht, das ist sie, unsere Vorabendfunktion. Ab 19 Uhr bekommt ihr hier die wichtigsten Themen des Tages bereits in voller Länge. Und wer jetzt Lust hat, alles mal auszutesten, gar kein Problem, kostenlos registrieren unter www.ov-digital.de. Und falls jemand von euch noch keine Pläne für den 1. Mai hat, in Lohne auf dem Rieseler Dorfplatz findet das Stadtstreicher-Picknick statt, von 11 bis 22 Uhr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.